Hi Leute, das ist Sanu hier. Es gibt ein sehr schönes Interview mit Julian Garrity und für alle, die es nicht wissen, ist es der Executive Director für Star Wars Outlaws und auch für das gesamte Division Franchise. Er war auch mitbeteiligt an Division 1 und 2 vom Ursprungs-Massive-Team, die die eigentlichen Hauptspiele gemacht haben, plus die ersten ein, zwei großen Updates, bevor die Games dann jeweils an die Live-Service-Studios abgegeben wurden und dass Star Wars Outlaws sehr in der Kritik steht in Bezug auf manche Dinge, das dürfte nahezu jedem von euch bekannt sein. Ich persönlich, meine Meinung ist tatsächlich wirklich als Star Wars-Fan auch 50-50. Viele Sachen, die ich richtig nice finde, aber es sind auch viele Sachen, die mich stören, wo ich mir sage, da hätte ruhig ein bisschen mehr Zeit, gebraucht, ne, fürs Game. So, jetzt gab es ein Interview mit GamesRadar. Das ist eine der größten Gaming-Sites überhaupt, die es gibt. Und die hatten halt Julian Garrity, unter anderem Julian Garrity, zu Gast und haben mit dem ein paar Sachen besprochen. Und wie ihr auch am Titel, am Thumbnail gesehen habt, ist vieles, worauf wir jetzt kurz eingehen, das, was The Division 3 betrifft. Und zwar sieht so aus, wie gesagt, haben sich der Kritik angenommen, was Star Wars Outlaws angeht und wollen da auch nachpatchen, nachhelfen und hin und her. Kann ich mir nur wünschen, weil ich freue mich auf die DLCs, ich würde es gerne weiterzocken. Ne? So, also davon abgesehen ist dieser Abschnitt hier sehr, sehr geil und den möchte ich euch kurz ein bisschen näher bringen. Wie wäre es mit morgen? Also how about tomorrow? Wie sieht es mit der nahen Zukunft aus quasi, ne? Und Ubisoft hat bestätigt, dass Division 3 im letzten September in die frühe Produktionsphase eingetreten ist. Bedeutet das Ganze, ja, dass Division 3 schon ein Jahr in Entwicklung ist. Frühe Entwicklungsphase, auch das ist eine Phase, die komplett mit dazugehört. Und höchstwahrscheinlich werden sie viele Assets schon fertig haben, wenn irgendwelche Grundgerüste von anderen Games entsprechend der Engine auch benutzt haben, um da ein bisschen was aufzubauen. Auf jeden Fall, Division 3 im letzten September in die frühe Produktionsphase eingetreten ist und Garrity, der zuvor als stellvertretender Creative Director bei The Division und Creative Director bei The Division 2 tätig war, wird bald seine Aufmerksamkeit darauf lenken müssen. Es wurde angekündigt, dass ich ausführender Produzent bei The Division bin. Daher sind dies meine letzten Wochen bei Star Wars Outlaws. Aber ich stelle sicher, dass ich noch so viel wie möglich vorantreibe. Aber egal, was als nächstes passiert, ich werde es auf jeden Fall spielen. Ihr Satz ist sehr, sehr geil und beziehungsweise wirklich die Ankündigung, dass sie schon seit wirklich einem Jahr dabei sind, wovon ich ja im Prinzip ausgegangen bin. Sie haben ja eine gute Base und wenn sie darauf aufbauen, das Ganze in die Snowdrop 2.0 packen, dann ja, sind sie schon weiter als, denke ich, viele von uns glauben. So, was auch noch geil ist, Massive Entertainment hat offiziell auf Twitter gepostet, dass sie einen Director für Animations suchen, welcher dem Team joint, um an The Division 3 zu arbeiten. Ne? Hier unten steht halt, ob man alles braucht hin und her. Ich bin zu doof dafür, ich kann denen da nicht helfen, obwohl ich gerne machen würde. Aber it is wie it is. Ne? Aus dem Grund, ja, das sind so ein paar coole Sachen, die einen doch ein bisschen positiv stimmen. Nach dem ganzen Kram warten wir mal ab, was mit Division 2 passiert, aber Division 3 ist definitiv irgendwo am Horizont schon so langsam zu sehen und ich bin echt gespannt, was die nächsten Jahre bringen. Weil im Prinzip, wenn wir mal das Datum nehmen, ja, 2024 im 2026 wäre es das 10-jährige Jubiläum vom Division Franchise. Natürlich wäre es geil, wenn die das irgendwie verwirklicht bekommen. Aber, ne, die sollen ja nicht hetzen, sollen ja nicht wieder irgendwas verfrüht bringen und so. Wir wissen alle, von wem wir hier reden, hier ist leider alles möglich. Aber wäre natürlich mega geil, wenn das in richtig guter Qualität möglich wäre, ne, zum 10-Jährigen. Ansonsten ist dann tatsächlich eher 2027 realistisch. So, und das war's von mir, Leute. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Lasst mir gerne ein Abo, Like da, schaut gerne auf Twitch und bei unserem Discord vorbei. Und ich sag bis zum nächsten Video. Macht's gut. Bye.